CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, Kolleginnen, liebe Soldatinnen und Soldaten, wer sich heutzutage in dieser durchzivilisierten Gesellschaft für den Dienst in der Bundeswehr entscheidet und damit für die unterschiedlichen Strapazen und Belastungen, private und persönliche Entbehrungen, lange Trennungszeiten von der Familie und vieles mehr, der hat, und das hat sich heute gezeigt, die umfassende Unterstützung nicht nur des Verteidigungsausschusses, sondern des ganzen Hauses verdient. Ja, die Soldaten und Soldatinnen haben ein Anrecht darauf, liebe Kollegen und Kolleginnen. Und da geht es nicht um ein Gefühl. Und da geht es auch nicht darum, die Bundeswehr, das Ministerium und die Soldaten und Soldatinnen immer nur schlecht zu reden. Diese Unterstützung, dieses Anrecht muss meines Erachtens besonders in drei Bereichen gelten. Das erste ist die materielle Unterstützung und Ausrüstung unserer Soldaten und Soldatinnen. Das zweite ist eine tiefgreifende Verankerung der Streitkräfte in der Mitte der Gesellschaft. Und drittens geht es um den Schutz unserer Soldaten und Soldatinnen bzw. die Gewährleistung ihrer Grundrechte nach innen wie nach außen. Und insbesondere für den dritten Punkt, den Schutz, hat der Deutsche Bundestag mit dem Amt des Wehrbeauftragten eine ganz besondere Institution geschaffen, welche die Fürsorgeverantwortung des Hauses für die Menschen in unseren Streitkräften widerspiegelt. Und Ihnen, Herr Dr. Bartels, und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich ganz herzlich für Ihre Arbeit danken. Und ich möchte auch anregen, dass wir demnächst zeitnah an das Ende des jeweiligen Jahres dann den Bericht im nächsten Jahr beraten können. Das ist ja jetzt schon mehrere Male angesprochen worden. Jetzt über 2015 zu reden, ist nicht so sinnvoll. Aber die Ministerin hat ja auch schon die anstehenden Dinge genannt. Angesichts der verschiedenen Entwicklungen in der Bundeswehr und angesichts eines ganzen Bündels alter und vor allen Dingen neuer Aufgaben fällt einem im Jahresbericht besonders eins auf. Die Eingabequote sinkt zum dritten Mal in Folge. Auf jeweils 1000 Soldaten und Soldatinnen gab es genau 24 Eingaben. Und natürlich muss jede Eingabe ernst genommen werden. Und eine Eingabe deckt Missstände und Fehlentwicklungen auf, denen der Dienstherr dann nachgehen kann. Und insofern ist dieser Jahresbericht ein ausgesprochen nützliches Dokument, nämlich einerseits für die Soldatinnen und Soldaten, die sich außerhalb des regulären Dienstweges an eine neutrale und objektive Instanz wenden können, und andererseits für den Dienstherrn, der über den Jahresbericht einen noch besseren Überblick über die innere Verfasstheit seines Personals bekommt. Und angesichts der Größe des Personalkörpers, der auch Gott sei Dank aufwächst, läuft offenkundig eine Menge ganz gut und richtig in der Bundeswehr. Und das, meine Damen und Herren, obwohl sich unsere Streitkräfte in einem tiefgreifenden Wandel befinden und sich umfassend neu ausrichten auf alte und neue Herausforderungen, denen sich Deutschland gegenüber sieht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dies deckt sich auch mit Erfahrungen, die ich in vielen Gesprächen mit den Soldatinnen und Soldaten im Inland, aber auch in den Einsatzgebieten geführt habe. Deren hohe Leistungsbereitschaft, deren Willen, sich einzubringen, müssen wir aktiv flankieren und unterstützen, und das geschieht auch. Besonders vor dem Hintergrund neuer Einsatzszenarien und einem Wandel der Rolle Deutschlands in der Welt ist der Umbau der Bundeswehr von einer Wehrpflicht zu einer freiwilligen Armee eine besonders anspruchsvolle Aufgabe, die auch haushalterisch zu hinterlegen ist. Wir haben begonnen, diesen Weg zu gehen, und haben den Einzelplan 14 mit mehr Mitteln ausgestattet. Und diesen Weg, liebe Kollegen und Kolleginnen, müssen wir mit aller Entschlossenheit fortsetzen. Denn, und da hat die Kollegin Wagner recht,
nach 25 Jahren auf der Haushaltsbremse und der daraus resultierenden materiellen wie personellen Auszehrung der Bundeswehr können die Probleme nicht über Nacht gelöst werden und nicht mit einer einmaligen Erhöhung des Etats. Da muss noch einiges folgen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Dankeschön, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, nochmal herzlichen Dank an den Wehrbeauftragten für seinen Bericht. Ich wünsche den Soldaten und Soldatinnen im Einsatz, dass sie gesund nach Hause kommen. Und wir als CDU-CSU-Fraktion werden uns weiterhin für unsere Soldatinnen und Soldaten einsetzen. Vielen Dank. Als letzter Redner hat der Kollege Reinhard Brandl das Wort. Ich habe die herzliche Bitte, in der Zeit zu bleiben.